So, ich weiß nicht, ob es ein absoluter Fehler ist, dieses Video hier jetzt aufzunehmen, weil ich vielleicht komplett das Gegenteil bewirke von dem, was ich eigentlich bewirken will. Aber ja, ich habe ein Video zugeschickt bekommen, ne? Und das Ding ist, wenn ich jetzt daraus ein Video mache, denken die Leute jetzt, okay, wenn sie mir jetzt auch so das Gleiche machen und mir das schicken, dann baue ich das auch in ein YouTube-Video ein. Nein, Leute, das ist einmalig, okay, ich mache sowas eigentlich nicht. Weil die Leute in dem Video sollen nicht denken, dass es gut ist, was sie gemacht haben, okay? Oh, ihr habt genau das erreicht, was ihr erreichen wolltet. Ja, 24 Tim, ne? Ich habe ja ein Video zu ihm oder zu ihr gemacht. Guck mal, voll viele haben unter meinem Video kommentiert, ja, es heißt sie und nicht er. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich kenne diese Person nicht. Ich weiß nicht, als was sie sich identifiziert. Sie wirkt für mich wie eine Frau und deswegen habe ich auch sie gesagt. Aber okay, dann sage ich auch er, ja. Ich denke, er will auch als er identifiziert werden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne mich null aus mit 24 Tim. Wir gucken uns jetzt das Video an. Ich habe es schon geguckt, aber wir gucken nochmal trotzdem zusammen rein, ja. Das hier ist kein richtiges Video, das ist so ein außerplanmäßiger Upload. Hallo, grüßen. Nein. Bitte, bitte, bitte. Nein, ich kriege keinen. Wenn hier jemand... Avirano. Habt ihr keinen Respekt vor Leuten, die ihr nicht? Ich habe mich beleidigt. Der lächelt sogar, während er das sagt. Er tut mir voll leid. Sie, nee, er... Er sagt, mach einen Fortnite-Tanz. Bro, guck mal, ich muss die Person jetzt mal in Schutz nehmen, okay? Guck mal, ich weiß, ihr wollt Unterhaltung und dann seht ihr so jemanden auf YouTube, der halt so ein bisschen verarscht wird von anderen und so. Und dann denkt ihr euch, okay, komm, verarschen wir den mal. Ey, Leute, ich sag's euch, wie es ist, das ist nicht cool, ja? Ich weiß, es ist komisch, wenn das von so einem wie mir kommt, der eigentlich so beruflich andere Leute verarscht. Aber lasst euch unterhalten, gebt den Videos einen Daumen nach oben, im besten Fall, ne? Aber hört auf, die Leute zu belästigen. Guck mal, die leben auch ganz normal ihr Leben. Von mir aus geht dahin, macht irgendwie, sagt irgendwie einen Spruch oder so, ne? Aber lasst sie in Ruhe. Das ist scheiße, wenn ihr da jetzt irgendwie Handy rausholt und anfängt zu filmen und hier, es geht eine Minute lang, also ich muss nicht sein, ja. Ich find's auch witzig, so, warum soll ich lügen? Es ist wirklich witzig, aber es muss nicht sein. Das sind auch ganz normale Menschen, die leben ihr Leben und ich muss ehrlich sagen, ne, ich habe nie wirklich so richtig schlechte Erfahrungen mit Abonnenten irgendwie draußen gemacht, aber ein, zwei Mal waren so Kleinigkeiten, die mich schon aufgeregt haben und dann denke ich mir so, okay, boah, was geht dann mit denen, die so konfrontiert werden? Mach mal Fortnite-Tag. Guck mal, ich bin auch nur ein Mensch, ich muss drüber lachen, aber das ist nicht cool. Die armen Leute, lasst ihr in ihre Privatsphäre. Nee, aber ich weiß, dass er Videos gegen mich macht. Okay, er meinte gerade Onujan, aber ich glaube, der hat nach mir gefragt, oder? Ich gegen mich gemacht, er hat gegen mich gemacht. Einmal Free Avirano. Free Avirano, Digga. Warum? Hallo, bist du dieser YouTuber? Ja, ich bin YouTuber. Ich weiß nicht, ob er jetzt mich meint oder Onujan. Ich glaube, davor meint er Onujan. Ja, ich bin YouTuber. Nein, aber ihr meint ernst jetzt, ihr müsst mich ja nicht mögen, aber... Doch. Wir lächeln, er tut mir mies leid, weil... Guck mal, ohne Spaß, ne, ich sag das jetzt nicht extra, weil wir jetzt Ramadan haben und ich extra korrekter sein muss. Wir haben übrigens 5:29 morgens gerade. Das ist nicht cool, ja, ich hab's jetzt schon mehrmals gesagt, lass die Leute in Ruhe, ja, guck mal. Der macht auch nur sein Ding. Wie gesagt, ey, wir brauchen nicht drüber zu streiten, der Song war Müll. Mein Onkel könnte ins Mikrofon furzen und es würde bessere Musik entstehen. Das steht ganz außer Frage, ja. Aber lass die Leute in Ruhe, ey, guck mal, wenn ihr draußen seht, von mir aus sprecht die kurz an, sagt irgendwas, okay und so, aber hört auf jetzt Kamera rauszuholen, eine Minute zu filmen und zu sagen, mach Fortnite-Tanz, mach, ihr kennst du Avirano, Free Avirano, Onujan. Merkt ihr, das ist gerade, glaube ich, voll Doppelmoral, dass ich sage, mach das nicht, aber irgendwie feiere ich das absolut, was ihr macht. Nein, ich feiere es nicht, okay? Aber merkt ihr, ist gerade so Teufel Engel, ne? Digga, ich schwör's, was so ist, 5 Uhr morgens sein. Okay, wir gucken jetzt weiter, aber die Message bleibt gleich, hört auf, die Leute zu belästigen. Fortnite-Tanz. Ihr müsst mich ja nicht mögen, aber dann könnt ihr trotzdem mehr Respekt haben vor Leuten, die ihr nicht kennt. Ja. Kannst du aber Fortnite-Tanz machen? Dicker Mann, warum seid ihr so? Ich sag euch was, Leute, ich bin vorhin so aufgestanden, ich hab's, als ich dieses Video gesehen habe. Mein Gott, ich habe 0% gelacht, kein bisschen. Ich dachte mir so, ich mache jetzt was Ernstes dazu, weil ich will auch ein gutes Vorbild sein. Ich will sagen, macht sowas nicht, weil das ist wirklich nicht cool. Und jetzt mache ich hier diese Kamera und ich lache einfach. Leute, lass. Oh mein Gott, Digga, was? Normal, ich mach nur mein Ding. Wer? Nein, ja, wirklich. Mach da wirklich ein paar. Ja, was habt ihr gemacht, Bruder? Ja. Nee, aber jetzt wirklich, ne, ohne Spaß, 24 Tim. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Wie gesagt, der Song war Müll und so. Guck mal, wie korrekt er sich verhält. Offiziell, der sagt einfach nur, kommt, Leute, habt ein bisschen Respekt vor mir und so. Ich mach nur mein Ding. Und so ist es auch, ja. Deswegen, damit das klar ist, ich werde nicht nochmal auf sowas reagieren. Ich reagiere jetzt nur darauf, um euch zu zeigen, dass es nicht gut ist, was die Jungs da gemacht haben. Ja, ich bin beleidigt von den Leuten. Aber das ist nicht stimmt. Das ist nur ein Laden, das ist jetzt kein Aufenthalt. Alles gut. Kastin Amoshi, die hat ja mal so gar nicht geholfen, diese Ladenfreunde. Was war das bitte? Also, das ist nur ein Laden, das hier kein Aufenthalt war. Ja, okay, wir sind fertig. Wie gesagt, Leute, ne, jetzt Spaß beiseite. Ohne Spaß ist echt nicht cool. Bei Gott, als ich das Video gesehen habe, 24 Tim hat mir schon ein bisschen leid getan. Guckt diese Videos, lasst euch unterhalten, feiert das Ganze. Aber geht nicht jetzt raus auf die Straße, sucht diese Leute und filmt die und verarscht die oder so. Das Video ist komplett anders geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Ich weiß gar nicht,
wie lange das jetzt geworden ist. An die Leute, die mir das Video geschickt haben, gar nicht cool von euch. Sorry, dass ich lachen musste, so ich bin auch nur ein Mensch. Aber am Ende des Tages, jeder will seine Privatsphäre haben, deswegen lasst die Leute in Ruhe. Habt Respekt vor denen. Ich küsse eure Herzen, haltet euch bitte daran. Ich habe zwar auch ein Video gemacht über 24 Tim und so, ich habe auch so ein bisschen das ganze hops genommen und so, aber ihr kennt ja meine Art, ja. Ich bin der Letzte, der jetzt irgendwie irgendjemanden wirklich fertig macht oder so. Auch wenn das Video wirklich richtig gut ankam, ja. Guckt es euch unbedingt an, falls ihr es nicht gesehen habt. Also Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das nächste Video kommt dann am Sonntag, wenn alles gut läuft. Bleibt aktiv, passt auf euch auf und vergesst niemals. Einfach für Aviano, bitte.